Schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf meinem YouTube-Kanal. Manche von euch erinnern sich vielleicht noch an das gute alte Kicker-Almanach oder an die Zeitschrift, die derselbe Verlag immer vor dem jeweiligen Saisonstart herausgegeben hat. Da waren dann immer die Bilder drin von den Mannschaften, die Namen der Spieler und die Namen der Betreuer mit der Funktion. Zum Beispiel stand da bei manchen Leuten Masseur. Diesen Begriff würde man heute so in diesem Zusammenhang nicht mehr verwenden. Jetzt steht da Physiotherapeut, Sportphysiotherapeut, Fitnesscoach oder Athletikcoach. Und einen, der diesen Beruf ausübt, und zwar im Leistungssport, den stelle ich euch heute vor, Christopher Ratz aus Bamberg. Christopher, schön, dass du dabei bist auf meinem YouTube-Kanal. Du bist Physiotherapeut. Wir haben uns beim Club kennengelernt. Da warst du NLZ-Physio. Jetzt hast du eine eigene Praxis. Mhm. Erzähl mir erstmal, warum bist du überhaupt Physio geworden und warum Sport? Ja, warum bin ich Physio geworden? Das war damals eher eine pragmatische Entscheidung als eine volle emotionale Entscheidung sozusagen. Ich kannte den Beruf, ich habe den mit Praktikas eben schon erfahren dürfen und habe mich dann entschieden, die Ausbildung eben zu beginnen und durchzuführen. Warum Sport? Ja, Sport, halt die Faszination an Bewegung. Die Faszination auch so ein bisschen an diesen Moment, es muss alles in einem Augenblick zusammenkommen, dass es für den Sportler passt. Und da ist es, denke ich, auch spannend, eben für den Physio oder für den Staff im Allgemeinen teilzuhaben. So ein bisschen läuft ja die Physio-Ausbildung auch wie bei Medizinern ab. Du machst das mal die Grundausbildung sozusagen, lernst die Basis und anschließend geht es in die entsprechende Fachrichtung. Kamen in dieser Grundausbildung auch nochmal andere Bereiche für dich in Frage oder war für dich immer klar, okay, wenn ich die Basis habe, dann Richtung Sport? Ja, für mich war es wirklich von Anfang an, wenn du Physiotherapeut wirst, dann auch, muss es mit Sport zu tun haben am Ende des Tages. Was jetzt nicht zwangsläufig am Leistungssportler oder am Leistungssport gebunden sein soll, aber es soll sportlich werden, egal auf welchem Niveau. Jetzt hatte ich unterbrechen. Ich hatte als letzten Gast den Christoph Winterling, der war oder ist Marketingchef beim FC Bologna. Ich habe ihn gefragt, warum bist du neben dem Platz gelandet? Wäre es für dich nicht attraktiver, auf dem Platz zu landen? Dann hat er gesagt, naja, meine aktive Karriere wurde durch eine Verletzung unterbrochen. Wie war es bei dir? Warst du auch mal irgendwie in einem Bereich, wo du sagst, ich wäre eigentlich lieber aktiver Sportler geworden, auch Leistungssportler, und musste halt aus einem bestimmten Grund vielleicht zu wenig Talent, was auch immer, dann die andere Richtung einschlagen? Oder war das komplett anders? Wie war das bei dir? Ja, halt vom Sport betrachtet habe ich selbst immer sehr viel Sport gemacht, egal ob als Kind, Jugendlicher. Habe dann mal eine kurze Phase gehabt, wo weniger war. Und dann habe ich doch Leistungssport durchgeführt auch. So zwischen 19 und 29 und habe da schon versucht, nochmal alles rauszuholen. Natürlich, das ist ein Randsport gewesen, das heißt nicht eine Sportart, die voll im Fokus war, wo man sich eben sehr früh hätte entscheiden müssen. Genau, in meinem Fall war es Kampfsport und da habe ich dann noch versucht, so im Amateurbereich das Beste rauszuholen sozusagen. Also im Endeffekt bist du schon ganz glücklich, glaube ich, darüber, dass du so gemacht hast, wie du es gemacht hast und jetzt eine eigene Praxis hast. Richtig, genau. Also mit Sport Geld zu verdienen, ist aus meiner Sicht schon eine sehr harte Nummer. Mhm. Und ich bin froh, dass ich genau das nicht machen muss, sondern eben mit der Physiotherapie fast noch einen vielleicht leichteren Weg sogar habe. Und du bist direkt dabei ja trotzdem. Du hast ja den Kontakt dazu, den Einblick. Du kannst die Leute sprechen, die sagen dir, was da los ist. Also du bist ganz nah dran. Richtig, genau. Man ist sehr, sehr nah dran. Insbesondere die Zeit beim Club oder auch die Zeit beim Bayerischen Badmintonverband. Da war man schon sehr, sehr close bei den Sportlern, was saumäßig spannend ist. Bevor wir ein bisschen darüber sprechen, eben an welchen Sportarten du dran bist, wo du spezialisiert bist, was würdest du nochmal als vielleicht die drei, vier wichtigsten Unterschiede eines Sportphysios und du machst auch Fitnesstrainer dazu, was sind die größten, die wichtigsten Unterschiede eines Sportphysios zu einem normalen Physio, weil es gibt ja ganz andere Fachbereiche auch oder ganz viele andere Fachbereiche. Richtig. Ja, was sind die Hauptunterschiede?
Aus meiner Sicht gibt es eben in der Sportphysiotherapie gewisse Aufgaben, die man erfüllen können sollte. Und die unterscheiden sich einfach grundlegend von den Aufgaben in der Gynäkologie, in der Pädiatrie mit Kindern. Ne? Also es gibt eigene Themen in der Sportphysiotherapie, die auch eigens erforscht sind und die man eben bedienen können sollte. Genau. Was sind deine Sportarten, an denen du dran bist? Ich habe es gesagt, du warst beim FCN, da haben wir uns auch kennengelernt. Also Fußball ist ein ganz großer Bereich. In Bamberg, dort wo deine Praxis ist, bist du auch dann an DJK Don Bosco. Was sind andere Sportarten, die du betreust, außer Fußball? Ja, das kommt immer darauf an, welche Sportler mich aufsuchen sozusagen. Zum Glück habe ich beim Bayerischen Badmintonverband eine Zeit lang arbeiten dürfen. Deswegen ist da auch der Kontakt zu Badmintonspielern eben noch teilweise präsent, die mich immer noch kontaktieren und Ratschläge brauchen und Trainingspläne und Ähnliches. Fußball nach wie vor. Mhm. Triathlon ist aktuell was, wo ich den einen oder anderen Sportler auch eben betreuen darf und unterstützen darf. Und das wäre es eigentlich so im Wesentlichen. Also Fußball bildet schon den Hauptteil meiner Arbeit ab, muss ich sagen. Badminton, Triathlon kommt so stückweise dazu. Genau, mit Basketball zum Beispiel habe ich sehr, sehr wenig zu tun oder mit Basketballern. Und die Sportler, männlich, weiblich, die bei dir zu Gast sind in der Praxis, sich behandeln lassen, in welchem Alter sind die? Sind die eher im Jugendbereich? Sind das erwachsene Sportler? Ja, also dadurch, dass ich auch im Fußball im Jugendbereich gearbeitet habe und eben die Jugendmedizin sich teilweise und auch unterscheidet von der Erwachsenenmedizin, kommen schon viele Jugendliche. Also ich würde sagen, so zwischen 15 und 19 ist ein großer Teil, würde ich sagen. Und dann halt so in den frühen 20ern der zweite Teil. Gibt es denn da Unterschiede, wie die sich preppen müssen, ja, vorbereiten müssen, schützen müssen, im Vergleich zu ja, langjährigen Sportlern, die vielleicht am Ende ihrer Karriere sind? Welche Unterschiede gibt es da zwischen jungen Menschen und älteren Menschen? Also im Jugendsport gibt es aufgrund der Wachstumsthematik, die ja noch vorherrscht, auf jeden Fall andere Verletzungsmuster als im Erwachsenenbereich. Zum Beispiel ist der Knochen in einer gewissen Zeit relativ instabil. Und wenn da extrem hohe Zugkräfte teilweise wirken, wie jetzt zum Beispiel beim Fußball im Beckenbereich, dann reißt da halt auch mal ein Stück Knochen oder Ähnliches aus oder ja, eine Sehne reißt ab. Das sind eigentlich Dinge, die im Erwachsenenbereich weniger geschehen. Also sämtliche Verletzungen am Knochen, Reizungen am Knochen oder auch zum Beispiel Frakturen, Brüche in der Wachstumsfuge oder Ähnlichem, das sind dann schon eher Themen, die halt voll im Jugendbereich da sind. So 13, 14 Jahre, 15 Jahre. Ja, das passiert da häufiger als im Erwachsenenbereich. Das passiert da nicht mehr. Da sind die Knochen anders ausgehärtet, anders ausgebildet. Andere Verletzungen nehmen einen höheren Stellenwert dann sozusagen ein. Und in deiner Betreuung nimmst du genau darauf Rücksicht und stellst sie eben auf diese Thematik ab? Richtig. Jetzt zum Beispiel, wenn ich beim DJK arbeite als Trainer, Athletiktrainer, dann versuche ich natürlich einen gewissen präventiven, oder Athletiktraining hat aus meiner Sicht immer einen präventiven Anteil, versuche ich halt eben auch diesen Bereich eben auch zu betonen. Sieht in der praktischen Umsetzung zum Beispiel so aus, dass wir einmal die Woche Stabilisations- und Krafttraining durchführen, auch schon im früheren Jugendbereich, U14, U15, U16, aber eben auch einmal die Woche im Bereich Bewegungsmuster und Sprint arbeiten. Sozusagen die Kraftübertragung auf dem Platz möglichst präzise ausbilden sozusagen oder gewährleisten wollen. Dieser Bereich, den du betreust, Fitness, Physiotherapie, Begleitung neben dem Platz, neben dem Feld, egal in welcher Sportart. Ich sage jetzt mal, der hat in den letzten 15 Jahren etwa einen enormen Aufschwung gekriegt. Ich würde jetzt das mal in etwa mit der WM 2006 gleichsetzen, durch diese am Anfang noch verlachten Klinsmann-Methoden mit den Terrabändern, mit diesen lustigen Übungen, die in den Medien breit getreten wurden, über die viele gelacht haben. Seitdem aber, intern war das vielleicht schon vorher, aber zumindest in der Öffentlichkeit, geht man auch ganz anders mit dem Thema um. Und ich glaube auch intern, in den Vereinen, die einzelnen Sportler selber, also die Bedeutung von dem, was du tust, ist enorm gewachsen. Ist dem so? Würde ich sagen, genau, dem ist so. Interessanterweise sprichst du 2006 an und Jürgen Klinsmann und
Die haben ja mit Marc Verstegen zusammengearbeitet, der hat da sein Fitnesskonzept mitgebracht. Und dieser Bewegungsexperte hat es geschafft, die Ansichten von Physiotherapeuten und die Ansichten von Sportwissenschaftlern in ein Konzept zu mischen. Und ich würde sagen, ab dem Zeitpunkt konnten auch Physiotherapeuten irgendwie einen anderen Zugang zu Training finden und umgekehrt Sportwissenschaftler zu Physiotherapie. Weil grundsätzlich sind es ja zwei verschiedene Disziplinen, die immer noch auch ihre eigenen Schwerpunkte haben. Aber eben genau dieser Sportexperte, Bewegungsexperte hat es zusammengeführt. In Deutschland wäre es dann zum Beispiel Olli Schmidtlein, der das Ganze eben auch so in den Jahren dann auch schon so hier praktiziert hat in Deutschland. Und als Vorbild diese Szene, die als Vorbild eben für die nächsten Generationen sozusagen gewirkt hat sozusagen oder wirken konnte. Ist verinnerlicht, definitiv, glaube ich, auch bei den Beobachtern. Und dieses Bild, das man von früher hatte, dass sozusagen der Masseur nach dem Spiel ein bisschen die Wade streichelt und sich anhört, warum der Ball knapp vorbeiging. Oder vielleicht die ein oder andere Hundertstel nicht kam beim 100-Meter-Sprint. Das ist eigentlich ein falsches Bild, das gibt es so gar nicht mehr. Also es gibt die Behandlung sicher noch und den Seelentröster vielleicht gibt es schon auch noch. Aber grundsätzlich ist das ein komplett anderes Business jetzt. Würde ich sagen, ja, der Physiotherapeut ist anders ausgebildet als vor 30 Jahren. In der Regel im Hochleistungsbereich studieren die Therapeuten oftmals, kommen vielleicht aus dem Ausland oder haben im Ausland studiert oder schon in Deutschland studiert. Und das deckt sich natürlich überhaupt nicht mehr mit diesem alten Klischee, das in den 80ern oder frühen 90ern irgendwie entstanden ist. Natürlich hat der Physiotherapeut im Teamsetting natürlich auch die Aufgabe, diese Akutverletzungen auch zu betreuen. Das heißt, aufs Spielfeld laufen, dort die Sofortmaßnahmen mit dem Arzt abzustimmen und auch mal vielleicht in eine Wade reingehen und massieren, kommt schon vor, aber wird natürlich alles reflektiert und ist nicht mehr das Einzige, was Physiotherapeuten im Team tun, sozusagen. Und ganz ehrliche Frage, wenn ich sehe, dass ein Physio auf den Platz geht, dann habe ich mir auch schon gedacht, kann der jetzt eigentlich was machen? Kann der was machen in dem Moment? Ja, also de facto geht es darum, mit dem Sportler zusammen oder auch mit dem Arzt zusammen zu entscheiden, liegt eine schwerwiegende Verletzung vor? Ja oder nein? Und was passiert im Falle, eben wenn der Sportler weiterspielt? Droht eine weitere Verletzung? Ja oder nein? De facto wirklich körperlich helfen? Schwer. Eis lenkt ein bisschen ab und Eis ist auch eine absolut schmerzlindernde Maßnahme. Das wird ja auch bei jeglicher Verletzung erstmal appliziert. Aber so körperlich so richtig viel machen, nee. Man schätzt ein, man berät sich mit dem Sportler, man beruhigt den Sportler, wenn keine Verletzung vorliegt oder auch wenn eine vorliegt. Ja, und dann trifft man gemeinsam eine Entscheidung. Halt, darf der Sportler weitermachen, ja oder nein? In welchen Situationen muss er die Zähne zusammenbeißen? In welchen Situationen sollte er lieber aufpassen und eben rausgehen aus dem Spiel? Ich denke, die Entscheidung, das ist das Wichtigste. So. Und ich denke, so oft liegt ihr da nicht daneben, denn im Endeffekt ist man dann schlauer, wenn die Spieler weiterspielen. Es geht ja dann auch weiter. Ne? In den meisten Fällen müssen sie nicht später raus. Also von daher glaube ich weiß nicht, ob es da auch Untersuchungen gibt oder Statistiken darüber. Ich glaube, ihr habt eine ganz gute Quote auch in dem Bereich. Ja, ich denke schon, ein guter Sportphysiotherapeut, der da Erfahrungen gesammelt hat, der kann sehr genau einschätzen, nur mit klinischen Tests, also der manuellen oder der optischen Untersuchung, was los ist und was nicht los ist. Oftmals hat natürlich auch vielleicht eine taktische Komponente auch dabei, mal einen Physio auf den Platz kommen zu lassen, glaube ich. Im Zusammenhang, also deswegen geht es oftmals weiter. Ja. Im Zusammenhang mit der aktiven Betreuung von Vereinen oder Sportlern, was würdest du sagen, nimmt mehr Anteil die Nachbehandlung, Reha-Maßnahmen oder die Prophylaxe? Was ist in deinem Bereich der wichtigere Part oder kann man das so gar nicht sagen? Ja, ich glaube, es ist auch von Setting zu Setting unterschiedlich. Ich glaube, in manchen Vereinen werden Physios so eingesetzt, in anderen Vereinen so. Ich sage mal, im Optimalfall kümmert sich ein Physiotherapeut 50% um die Vorbeugung von Verletzungen, sowohl auf der Bank als auch im Bereich Belastungssteuerung, Screening,
Präventionskonzepte erarbeiten, durchführen, Training begleiten und eben 50% in der Rehabilitation und Nachsorge von Verletzungen. Mhm. Also wenn das 50-50 ist, würde ich sagen, ist ein Physio optimal eingesetzt aus meiner Sicht. Wie wichtig ist für dich auch persönlich diese Fitnesskomponente, dass du auch sagst, ich möchte nicht nur der sein, der die Muskeln und den Bewegungsapparat behandelt, sondern ihn auch präpariert? Ja, das ist, also finde ich das Entscheidende. Das ist, also derjenige zu sein, der nur handelt, wenn es zu spät ist, das, und man gar keinen Einfluss darauf hat, bevor es passiert, das ist sehr unbefriedigend. Mir ist praktisch dieser Fitness-Aspekt, der präventive Aspekt von Bewegung und zum Beispiel Krafttraining, das Wichtigste in meinem Job aktuell auch. Also auch in meinem Setting in der Praxis jetzt hier. Mhm. Ich arbeite vielleicht mit 80% der Kunden auf der Trainingsfläche und mit 20% der Kunden auf der Behandlungsbank. Also du bist keine Wellness-Praxis, definitiv nicht. Wer zu dir kommt, muss arbeiten. Ja, dem versuche ich dazu zu motivieren, dass er arbeiten möchte. Ja. Sehr gut. Genau. Ich habe eine Frage. Don Bosco haben wir angesprochen. Wir haben den Club angesprochen, NLZ. Das heißt schon mal hier Unterschied. Don Bosco Bamberg ist ein Amateurverein, Bayernligist. Bei den Senioren, Jugendmannschaften bin ich nicht so genau informiert, in welchen Ligen die sind, aber auch nicht in den höchsten Jugendligen, sondern so zwei, drei drunter. Also alles Amateurbereich. FCN, ganz klar. Profibereich. Wo würdest du die wichtigsten Unterschiede auch hier anlegen und vielleicht auch mit anderen Sportlern, du hast Badminton angesprochen, zwischen dem Leistungssport und dem Hobbysport? Das würde ich gerne so ein bisschen herausarbeiten. Wenn man es auf die Kürze, da könnte man ganz Abend drüber reden sicherlich, aber wenn man so die wichtigsten Unterschiede darstellen kann. Ja, so im Generellen ist gar nicht so leicht, das zu sagen. Also ich habe in beiden Settings Menschen kennengelernt, die absolut fanatisch und akribisch arbeiten. Jetzt muss ich sagen, natürlich insbesondere beim FCN und beim Badminton hat man schon wirklich teilweise mit Charakteren zu tun gehabt, die wahnsinnig viel Einsatz gegeben haben, egal in welchem Bereich. Und das ist schon, würde ich sagen, das macht den Leistungssport schon sehr aus. Den Hochleistungsbereich, das sind einfach Charaktere, die akribischst arbeiten, in jeder freien Minute alles hinterfragen, zu allem Ergänzungen wollen, immer mehr machen wollen. Und ich glaube, das macht dann am Ende halt einfach auch den Unterschied. Natürlich ist auch viel Begabung natürlich bei den Jungs und Mädels dabei, aber es ist schon sehr, sehr viel Disziplin, sehr, sehr viel Fleiß. Nicht immer nur Spaß haben beim Training, sondern echt harte Arbeit. Ja. Das muss man schon sagen, sieht man schon natürlich häufiger in den Top-Zentren sozusagen. Wobei, beim DJK wird das auch sich so weiterentwickeln und das sind auch brutale Jungs und Mädels, die auch den Schritt vielleicht auch schaffen werden natürlich irgendwann in andere Leistungszentren. Also da findet man solche Charaktere ebenfalls. Du hast es erwähnt und ich war da, das dürfte so vor einem Jahr gewesen sein, eben als Don Bosco ein Nachwuchsleistungszentrum des Bayerischen Fußballverbandes eben wurde. Das heißt, da gibt es ja Regeln, auch sozusagen ein Leitfaden, der erfüllt sein muss, damit ein Verein quasi das sein kann. Und dann ist das eben auch nicht alles so ohne, sondern dann steckt da schon Ziel und Idee dahinter. Und dann ist der sogenannte Amateursport gar nicht so weit entfernt von dem, was in einem Profiverein abläuft. Richtig. Genauso kann ich das voll unterschreiben. Man hat infrastrukturelle Themen, die hervorragend sind, zum Beispiel hier in Bamberg. Man hat in jeder Mannschaft auch einen Staff, der funktioniert. Man hat Co-Trainer, Trainer, man hat Athletiktrainer, Physios. Also es ist sehr, sehr viel vorhanden, was es eben auch in Bundesliga-NLZs gibt. Und auf BV-Ebene wird da schon darauf geachtet, auch, dass da die Qualität stimmt. Regelmäßige Leistungstests und Ähnliches. Vorbereitung ist das halbe Leben, das gilt auch für den Sport. Wer gut vorbereitet ist, verletzt sich weniger. Wo würdest du, Schwerpunkt, haben wir gesagt, bei dir sind Heranwachsende, wo würdest du jungen Menschen zu Vorsicht raten, in Bezug grundsätzlich mal auf Verletzungen und möglicherweise auch in Bezug auf Leistungssport? Wo siehst du Gefahren, wo ist Leistungssport auch an der Grenze vielleicht ungesund zu sein?
Schwierige Frage, gebe ich zu. Schwierige Frage. Ich finde, wenn ein Jugendlicher mit 15, 16 Jahren mehrfach operiert ist, ja, an einem Gelenk, dann muss man schon mal drüber nachdenken, ob das noch in die richtige Richtung geht. Ja. Also mehr, da kann schon mal eine Verletzung entstehen und die muss auch operativ versorgt werden. Mhm. Wenn dasselbe Gelenk 2- bis 3-fach operiert werden muss oder musste, wird es zum Beispiel im Falle von Kreuzbandverletzungen, ja, oder Ähnlichem, mit Folgeverletzungen im Nachgang und Ähnlichem, da muss man dann schon irgendwann vielleicht aufpassen, dass man nicht einen Absprung verpasst und sozusagen immer weiter auf Hochniveau trainiert und arbeitet und vielleicht dann halt ein frühzeitig gealtertes Gelenk mit 30 vorfindet und man eben dann noch gerne längere Zeit damit eigentlich verbringen will und auch aktiv. Wobei die meisten älteren Leistungssportler, die ich habe, die vielleicht auch in ihrer damaligen Zeit Leistungssport haben, gemacht haben, die sagen meistens, sie würden alles genauso nochmal machen, wie sie es gemacht haben. Ja, das ist auch so ein Punkt, warum wir den Sport mögen, irgendwie, weil er Einheit reinzieht, ja, und manchmal ist ja auch die Vernunft ein bisschen hinten angestellt, muss ich ehrlich sagen, als Beobachter, ich war selber auch, also da siegt nicht immer die Rationalität, aber klar, das ist ein konkretes Ereignis, sagen wir mal, ein operativer Eingriff an der jeweils selben Stelle, der sollte dann quasi Ausrufezeichen setzen, aber sozusagen so proaktiv, wenn noch gar nichts passiert ist, wo rätst du sozusagen die Augen offen zu haben, ganz einfach? Ist es dieser Prophylaxe-Schwerpunkt, dass man sagt, wenn du auf deinen Körper Acht gibst, dann tust du schon mehr als andere vielleicht. Meinst du die Anzeichen erkennen von drohender Verletzung sozusagen? Was sind Anzeichen? Ja, auch gar nicht so. Also eher im Prinzip einem jungen Menschen generell, es kann auch ein älterer sein, es ist eigentlich egal, aber dein Schwerpunkt sind die jüngeren Menschen, ihnen was mit auf den Weg zu geben, was ihnen auf lange Frist ein verletzungsfreieres Leben bescheren könnte. Ich meine, Sicherheit gibt es nie. Ne? Ja, okay. Das Wichtigste ist Mobilität und Kraft. Ja. Also junge Sportler, die sich mit den beiden Themen professionell auseinandersetzen oder auch sich Hilfe suchen, die sind schon definitiv prophylaktisch sehr, sehr weit vorne. Mhm. Die Evidenz ist einfach so, ein starker Sportler ist ein verletzungsresistenter Sportler. Genau, also Krafttraining, wenn ich mich entscheiden müsste, Mobilität oder Kraft, würde ich Kraft nehmen. Mhm. Ein starker Körper ist verletzungsresistent. Und da würde ich auch die Jungen schon sehr, sehr früh ermutigen, da tätig zu werden. Also auch im Volksmund ist ja auch bekannt, dass man im Jugendalter nicht zu starkes Krafttraining oder zu forciertes Krafttraining durchführen sollte. Das ist wirklich nur auch in Teilen so korrekt aus meiner Sicht. Also wenn das unter professionellen Bedingungen abläuft, dürfen sehr, sehr junge Sportler schon im Kraftbereich arbeiten. Okay. Also kontrolliertes, fachmännisch, fachweiblich, kann ja auch eine Frau sein, logischerweise, beobachtet ist, angeleitet ist, dann ist das okay. Genau, wenn die Parameter einfach zum jeweiligen Menschen passen, zum jeweiligen Alter passen, dann ist das vollkommen okay. Im Jugendsport hat man vielleicht auch chronologisches und biologisches Alter, ist ja nicht immer gleich. Manchmal hat man einen jungen Sportler vor sich, der aber biologisch schon sehr, sehr gereift ist. Auch solche Parameter darf man auch in der Entscheidung, wie hart dieser Jugendliche trainiert werden darf, berücksichtigt werden sozusagen. Also Alter ist nicht das Wesentliche. Ne? Okay. Auch mal interessant, weil natürlich auch ich diesem landläufigen Bild, jüngere Leute sollten bestimmte Dinge nicht machen, irgendwo unterlegen war, höre ich jetzt von dir, das ist gar nicht so unbedingt der Fall. Nicht zwangsläufig, ne? Also natürlich, wenn man fahrlässig und grenzenlos falsch Kraft trainieren würde oder in diesen Parametern trainieren würde, dann würde man da schon an den Wachstumsfugen gewisse Schäden verursachen können. Mhm. Ich bin der Meinung, sobald jemand springt und hüpft und rennt, wirken da schon sehr, sehr hohe Kräfte auf den Körper und die muss man im Kraftraum erstmal simulieren. Ja, das stimmt. Also das muss man erstmal, genau. Ja, da gebe ich dir recht, da denkt man eigentlich gar nicht drüber nach, das stimmt. Ich habe jetzt diesen ganzen Themenblock vorgezogen, wo wir quasi über deine Richtung gesprochen haben. Ich möchte auch sprechen, aber heute wollte ich mal nicht unbedingt mit dem Thema Corona anfangen, weil es uns ja irgendwie ja auf eine gewisse Art und Weise auch irgendwo
ich sage es offen, ein bisschen nervt, so wichtig das Thema ist, ja. Aber seit Wochen hören wir eigentlich nichts anderes. Deswegen wollte ich jetzt mal nicht damit anfangen. Aber natürlich, ohne kommt man zurzeit auch nicht aus. Wenn, und du warst da gerade auch beim FCN lange Zeit in diesen entscheidenden Saisonphasen mit drin, ja, und jetzt kommt diese Corona-Krise in so eine entscheidende Phase rein. Was passiert da mit einem Körper, der Leistungssport macht, der von heute auf morgen quasi so einen Shutdown hat? Jetzt wurden ja die Spieler und sicherlich auch im Jugendbereich, aber die Profis auch angehalten dazu, so Online-Trainings zu machen, sich fit zu halten. Aber das ist ja eine komplett andere Geschichte, wie wenn die jeden Tag ihren geregelten Trainingsbetrieb haben. Was passiert da in einem Körper, lässt sich das sagen, wenn der von heute auf morgen so einen Lockdown kriegt? Also im Idealfall ist der Lockdown nie passiert für einen Sportler. Ne? Natürlich wurde er seinem normalen Umfeld entzogen. Mhm. Aber ich denke, die jeweiligen Beteiligten in den Vereinen, die haben sofort dafür gesorgt, dass die Jungs in der Belastung bleiben. Ja. Nichts Schlimmeres, als wenn die jetzt komplett runterfahren würden. Mhm. Oder eben die Kids sich selbst oder den Kids sich selbst überlassen würden. Das wäre natürlich sowohl körperlich als auch psychisch natürlich nicht richtig. Ne? Ja, ich würde sagen, wenn ein Sportler von 0 auf 100 fährt, können natürlich körperliche Reaktionen auftreten. Mhm. Ne, die Herzrhythmusstörungen sind ja Klassiker oder sowas. Mhm. Aber ich glaube, dass sich die Menschen trotzdem normal weiter bewegt haben und nicht im Bett gelegen waren wochenlang, wird es da körperlich keine so großen Themen gegeben haben. Alle mussten sich fit halten, alle hatten... Ja. Bekommen Laufpläne, alle müssen Kraft und Stabi da zu Hause machen, alle dürfen individuell an ihren sportartspezifischen Skills arbeiten. Mhm. Ich glaube, es sind für die Sportler oft auch die psychischen Themen. Ja, okay. Halt, dass jetzt sämtliche Wettkämpfe abgesagt wurden in manchen Sportarten, zum Beispiel im Bereich Triathlon, keine Wettkämpfe, stand jetzt. Ja. Oder im Fußball das weite Aufschieben der Wettkämpfe. Ich glaube, das macht eher so, ja. Oder auch das Soziale, in Teamsportarten sind oder auch in Einzelsportarten, man ist gern mit seinen Mitspielern zusammen. Ne? Das ist eher sozial-psychische Komponenten, die, glaube ich, jetzt auch in den Vordergrund getreten sind im Jugendbereich. Auch bei den Erwachsenen, also ich habe es zumindest gelesen, dass bei einer Umfrage jetzt in dieser Corona-Krise offensichtlich ein Ergebnis war, dass Anzeichen für Depressionen bei Sportlern gestiegen sind. Interessant und möglicherweise sind genau die Punkte, die du ansprichst, eben das Fehlen des Austauschs mit den Mannschaftskollegen oder das Fehlen des Messens mit anderen Sportlern, dass man vielleicht jahrelang, und nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher jahrelang Intus hatte, wenn das dann plötzlich fehlt, dass die psychische Komponente da relativ hoch ist und du glaubst aber, dass dass man das Körperliche jetzt vielleicht mal vom Zweikampfspezifischen oder klar von einer Head-to-Head-Situation in einem Lauf, das kann man nicht simulieren, aber so dieses Körperliche, dieses Fit-Halten, glaubst du, das kann man weitestgehend zu Hause simulieren? Ja, ich denke, auf höchstem Niveau kann man das Ganze simulieren. Natürlich, je mehr Ressourcen man hat, sowohl räumlich als auch materiell, desto besser. Aber ich bin der Meinung, dass man schon mit relativ wenig Equipment sehr, sehr hohes Niveau halten kann. Auch im Kraftbereich sogar. Im Kraftbereich, im Hintergrund kann man sehen, ich habe hier ein paar Übungen für Powerslings. Die gehören sicherlich dazu, wer das zu Hause hat. Ja, ich habe das, aber ich mache es viel zu selten, leider. Es gibt ja auch ganz viele Online-Kurse jetzt, die Kollegen von dir machen, Yoga-Kurse oder Stabi-Übungen. Teilweise machen das Sportvereine, Jugendabteilungen oder, ich glaube, die Profis von Alba Berlin zeigen Kindern, wie sie sich fit halten können. Ja. Hast du mal in solche Tutorials reingeguckt? Hast du das irgendwie im Blick und wie findest du, dass das deine Kollegen machen? Ja, ich verfolge das natürlich so mit einem halben Auge sozusagen. Ja. Finde ich gut. Die Leute brauchen natürlich eine Anleitung. Auch beim DJK führen wir zum Beispiel jetzt aktuell mit einer Mannschaft, mit der U17 derzeit, regelmäßiges Online-Training durch. Mhm. Ist natürlich sau wichtig, dass da eine Live-Situation entsteht, wo die Leute betreut werden und gecoacht werden, motiviert werden, an die Grenzen gebracht werden. Gut.
Und wir reden jetzt die ganze Zeit über Sport, über Leistungssport. Wie wichtig ist denn Sport für Menschen wie dich und mich? Also für den Normalo in Anführungsstrichen. Eben auch in so einer Zeit, wo man jetzt wird es ja wieder ein Stück weit gelockert. Jetzt sind Tennis soll jetzt wieder erlaubt sein zum Beispiel, also kontaktlose Sportarten. Jetzt kann man wieder was machen, Joggen war erlaubt, aber grundsätzlich dieses sich fit halten in einer Zeit, wo Sportanlagen geschlossen sind. Wie wichtig ist das? Sau wichtig, sowohl hormonell, also als auch komplett auf Herz-Kreislauf oder Muskulatur bezogen, sau wichtig auch natürlich für uns. Eine tägliche Dosis an Sport müssen keine langen, intensiven Einheiten sein, aber ich bin für tägliche Dosen von Sport für den Menschen. Gleicht aus, hält die Leute frisch und fit. Kann man da einen, immer schwierig, Vorgucker zu geben, aber wenn man ganz nach hinten schaut, ans Ende des Lebens, wenn man 70 ist, 60 oder 80, wenn man, wie du sagst, eine tägliche Dose Sport macht, wenn man Stretching-Übungen, Stabi-Übungen macht, was kann man nach hinten rausschieben? Ja, kann man eine Arthrose nach hinten rausschieben? Kann man Muskelverkürzungen rausschieben? Was kann man konkret nach hinten rausschieben, wenn man dieses schon von jung ab macht, zu dem du rätst? Ja, also Bewegung ist wirklich der Präventionsrat Nummer 1 bei sämtlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei sämtlichen Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, Übergewicht oder Ähnliches, bei psychischen Erkrankungen, bei Erkrankungen des Bewegungsapparats oder auch bei Krebserkrankungen. Bewegung ist echt präventiv gesehen eines der entscheidenden Themen, die man prinzipiell machen kann. Derjenige, der sich nicht bewegt, ist wahrscheinlich immer mit einem höheren Risiko betroffen als derjenige, der sich bewegt. Selbst wenn derjenige, der sich vielleicht zu viel bewegt, auch sich gering auch schädigt. Aber der positive Effekt von Bewegung überwiegt in der Regel. Und das sagst nicht nur du, da sagen ganz viele aus deiner Profession, da sagen auch Ärzte, das kann man nachlesen. Also das ist, das ist einfach so. Fakt. Ja. Fakt. Das ist Fakt, genau. Wir verbreiten Fakten, das ist schon mal gut. Und da kann ich nur zustimmen. Wie gesagt, ich versuche es auch nach meinen Möglichkeiten so häufig wie möglich mich zu bewegen, immerhin zu spazieren. Und das ist ja schon mal was. Ja. Und das eine oder andere kriegt man auch mehr hin. Im Moment gebe ich zu, ist ein bisschen blöd, wenn man eben Teamsportler ist. Ja. Ich bin auch sozusagen so im Fitnessbereich an der Mannschaft dran. Das geht halt gerade nicht, muss man sich irgendwelche Alternativen suchen. Kann man schon überbrücken irgendwie die Zeit, denke ich. Was machst du persönlich? Welche Sportarten, wenn du frei hast? Ich nehme an, so viel Freizeit hast du jetzt nicht, aber mit eigener Praxis, aber wenn du frei hast, was sind deine Dinger? Du hast Kampfsport, machst du das noch irgendwie, ein bisschen irgendwie gegen den Boxsack treten oder dich anderweitig abreagieren? Was ist dein Hobby sportlich? Ja, also mein Hobbysport ist tatsächlich Kraftsport, Fitness. Das, was ich eben auch propagiere zu meinen Patienten und Kunden, da hole ich mir die tägliche Dosis sozusagen. Ganz gerne Sprint- und Sprungübungen natürlich auch das, was ich den Jugendlichen coache. Das heißt, diese Dinge sind auch meine Themen im Privatleben sozusagen. Und also, ich habe Spikes, ich habe eine Tartanbahn rum, ich habe sämtliche Kraftgeräte logischerweise oder genau, und halte mich da dementsprechend auch fit. Und Hand aufs Herz, kommst du so oft dazu, wie du willst, oder musst du Abstriche machen? Man muss tatsächlich Abstriche machen, aber ich schaue schon, dass ich so 4 bis 5 Mal die Woche schaue ich schon, dass ich was mache. Okay. Also, ja. Das ist mehr als ich. Ich habe den Vorteil, dass ich teilweise auch mit den Kunden mich bewege. Okay. Ja. Dementsprechend kommt da ein bisschen was zusammen am Tag. By the way, sozusagen. Da musst du gar nicht extra was machen, sondern es geht automatisch. Christopher, ich danke dir für deine Einblicke ins Reich der Physiotherapeuten und der Fitnesscoaches. Für mich war es wie immer erhellend. Ich finde dieses Thema sehr, sehr spannend. Wir könnten auch noch weiterreden. Machen wir vielleicht auch noch mal ein anderes Mal. Ich danke dir, dass du dabei warst und ich hoffe, alle, die uns zugeguckt haben, hatten auch ein bisschen, wie sagt man, Erfahrungs- und Wissensgewinn. Und ich wünsche dir alles Gute. Vor allem in dieser Zeit, bleib gesund. Ja. Es scheint da etwas aufwärts zu gehen, sich zu stabilisieren in diesen Corona-Zeiten. Und irgendwann sind sie auch vorbei.
Hab vielen Dank. Gerne. Und wir sehen uns bei anderer Gelegenheit dann in echt mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Danke. Ciao.